So, herzlich willkommen zur 96. Folge. Wow, das heißt, wir brechen morgen. Ja, morgen kommt die 100. Folge dann auch online. Nee, halt, nicht morgen. Übermorgen. Kommt denn die 100. Folge. Gott, ich hätte doch mal mit 3-Ziffer-System arbeiten sollen. Na cool. Was jetzt? Genau. Genau. So, machen wir jetzt Felder. Einmal nochmal alles abernten, nochmal alles aufernten. Und dann können wir nämlich mal gucken, weil wir brauchen dafür keine halbe Stunde. Weil wenn wir jetzt hochkommen, brauchen wir dafür jetzt, weiß nicht, 20 Minuten oder sowas. Da können wir uns nämlich gleich mal ein paar Gerichte machen daraus. Das wäre mir persönlich halt sehr lieb. Dass wir das ganze Zeug auch mal nutzen. Ich meine, wir haben das ganze Zeug ja nicht umsonst hier, ne? Über jahrelange Arbeit quasi hier so eingepflanzt. Halt. Sondern das Ganze sollte der eigentlich auch einen Sinn und einen Zweck verfolgen. Ich wüsste zwar jetzt nicht mehr welchen Zweck, welchen Sinn. Genau. Siehste, Backpacks haben wir eigentlich schon komplett, ne? Da haben wir alles, ja. Das heißt, wir könnten uns mal mit der ganzen Wolle hier mal neue Wolves, diese komischen Seile da machen. Guckt euch das an hier, ist ja ein wunderbar Arbeit hier. Was ist das denn hier? Danke. Schauen wir erstmal hier. Du kommst runter, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst runter. Runter! Du kommst runter, du kommst runter, du kommst runter, du kommst runter. Machen wir erstmal die Felder, dann mache ich gleich mal einen Abstecher zum Lager. Schmeiß die ganze Scheiße da schon mal rein. Und dann gehen wir nämlich gleich mal direkt dann weiter auch halt zu unseren Feldern da hinten. Ich glaube, für die irgendwann mal ablösen komplett. Das Problem ist halt, dafür reicht denn der Platz schon mal doch noch nicht, weil wir haben jetzt zwei große Felder und ein kleines Feld haben wir halt noch über. Das heißt, wir hätten zwar an sich 5 Felder, obwohl wir hätten 5 Felder. Das heißt, wir könnten das durchaus schon mal da hinten umziehen. Ich wollte halt nur, dass wenn wir das hier nach hinten umziehen, wir dann quasi pro Sorte immer ein großes Feld haben. Aber eigentlich brauchen wir es auch gar nicht. Das heißt, wir könnten doch durchaus umziehen mit dem Zeug jetzt. Dann baue ich das jetzt hier einmal richtig ab. Baue dann auch die Felder ab. Ist das natürlich schön blöd gelaufen, weil da vorne habe ich das halt schon wieder angepflanzt alles. Scheiß die Wand an. Habe ich noch genug Reissamen? Na gut, ich habe im Lager noch ein bisschen was. Das ist natürlich blöd. Hätte ich mal vorher dran denken sollen. Ach was, nicht, lass erstmal hier. Aber wir können uns halt im Hinterkopf behalten, dass wir das halt hinten auch noch anbauen. Oder wir bauen es an beiden Orten an, sowohl hier vorne als auch da hinten. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hä? Jetzt habe ich das Reis hier, warum ist das Reis da? Da bitte, danke. Habe ich das gerade ausgetauscht? Hätte ich langsam halt?
Ich senil? Das kann doch gar nicht sein, ja. So. Die gute alte Feldarbeit. Letztens hatte auch so Ehren irgendwie mal was gemeint mit, oder hatte sie das im Forum geschrieben? Nee, es war das Kommentar zu einem Video. Übrigens, Grüße gehen raus. Zu Ehren. Wobei ich auch immer noch nicht weiß, ob ich den Namen überhaupt richtig ausspreche, wohl zu Ehren klingt halt irgendwie falsch. Soren vielleicht? Zorro? Sören? Weil so E, dieses OE ist ja eigentlich, wenn man keine Umlaute schreibt, die Umschreibung für das Ö. Wenn man quasi kein Ö schreiben kann, schreibt man statt Ö halt immer OE, statt Ü, UE und statt was? Ö, Ü und. Hä, gab's nicht drei? Jetzt bin ich grad raus. Ich hatte irgendwie Brain AFK. Scheiße, kann ich halt abbauen. Ach, lass die halt hier. Hab jetzt Knacks mitgenommen. Ö, Ü und. Ach ja, klar, Ä. Ä gibt's ja auch noch. Genau. Halt also statt Ö, 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 oder so immer, schreibt man OE, statt Ü schreibt man UE und statt Ä schreibt man AE. Kann natürlich sein, dass das bei Sören, der quasi dann Sören sein soll, also mit Ö. Ne? Möglich wär's. So, der ganze Kletterradatsch kommt hier rein. Und er nimmt immer gleich drei mit einmal. Sehr geil, das Ganze. Ach, siehst du den? Das hier sollten wir auch noch einfügen hier. Geilomato! Hashtag läuft. So. Okay. Genau. Jetzt mit leeren Händen geht's hier hinten weiter. Wobei mir letztens hier noch was aufgefallen ist, was ich noch umsortieren wollte. Zum Beispiel wollte ich das Zeug hier nach vorne machen. Also die beiden Felder quasi austauschen. Und dann war sonst hier hinten ja auch noch was aufgefallen. Also das hier bleibt. Das hier bleibt. Genau, hier war das, dass die Äpfel gefehlt haben, nämlich. Oh, der Kaffee wächst ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ist mir letztens auch schon aufgefallen, weil letztens, ich bin ja hier auch ab und zu unterwegs, abseits vom Let's Play, als Walker. Und da war ich ja auch mal eine ganze Zeit lang unterwegs und da ist das ja auch kein bisschen gewachsen. Also manchmal wächst das Zeug einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Gut, also hier hinten kann das Ganze eigentlich so bleiben, wie das ist. Ich würde halt nur gerne hier vorne das Ganze noch ein bisschen umsortieren. Wobei, nee, es geht eigentlich alles. Doch, das geht. Doch, okay, lassen wir alles so, wie es ist. Doch, bleibt alles so, wie es ist. Ist aber manchmal wirklich so. Ich meine. Klar, wie schnell die Sachen wachsen, ist zufallsbestimmt. Aber manchmal hast du halt wirklich das Gefühl, dass die Sachen einfach absolut gar nicht wachsen. Weil normalerweise, wenn du halt so eine Fläche hast von 6x6 Feldern, dann kann es durchaus Zufall sein, dass 1, 2, 3, 5 vielleicht gar nicht wachsen, also ultra langsam wachsen. Aber wenn du hier halt so ein gesamtes Feld gar nicht wächst, so wie da hinten, das mit dem Kakao, ne? Das ist halt noch genauso, wie wir es eingepflanzt haben. Ist dann halt schon ein bisschen seltsam. Wenn es wirklich gar nicht wächst. Ich meine, es kann natürlich sein, dass das Kakao halt auch einfach ultra langsam wächst. Also jetzt insgesamt gesehen ultra langsam wächst. Das ist möglich. Die Option gibt es ja auch.
Aber ich meine, ihr habt es ja gesehen, wir sind ja jetzt ein paar Mal lang gelaufen in den letzten Folgen, um da vorne den Weg zu bauen, um da hinten das Ding da hinten zu bauen. Und trotzdem ist Kakao in der gesamten Zeit quasi gar nicht gewachsen. Also, da kann mir keiner erzählen, dass das so sein soll. Und wenn es doch so sein soll, dann ist es halt scheiße. Tja, bin ich mal echt gespannt, was wir jetzt so alles schon für schöne Gerichte machen können. Weil, wie gesagt, jetzt haben wir eigentlich soweit alles da. Wir haben Zucker, wir haben... Haben wir Salz? Gibt es Salz? Wie schreibt man Salz im Englischen? Ja, gibt es. Ah, Wasserdistel, lol. Butter. Siehst du, wollte ich mal gucken, wie... Scheiße, stimmt. Oh Gott. Okay. Muss ich mir aufschreiben? Ich wollte gucken wegen Tieren. Vor allem wollte ich gucken, warum wir keine Tiere haben. Hier läuft nichts rum. Gar nichts. Was stimmt nicht mit diesem Mindtest? Jungs, wachsen Gebüsche, das Zeug hier weg. Guck mal, es ist nichts gewachsen, hier wächst gar nichts. Ja? Es gibt keine Tiere, kein gar nichts. Kann es sein, dass ich irgendwas falsch mache? Oder dass irgendwas kaputt ist? Oder dass mich meint, es einfach nur hasst? Oder alles gleichzeitig? Ich verstehe das nicht. Ich wollte doch nur ein armer netter Junge sein, klar. Ein netter Junge sein. Hey, hat es auch wieder aufgebaut? So, schau mal. So. Wirklich nicht? Ist ja jetzt schon ein bisschen seltsam. So, hier gehen wir zu unserer neuesten Errungenschaft. Ananas. Ich weiß gar nicht, ob man die Sachen auch schneller abernten kann. Hey, wieso haben wir 37 bekommen? Ach so, ne, bekommt man wahrscheinlich auch mit. Ja klar, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit kriegt man 2. Weil wir haben 36 geerntet und haben 37 bekommen. Das heißt, wir von den 36 haben wir gerade mal einmal 2 bekommen. Hä, was ist jetzt los? Was zur Hölle? Oh doch, es wächst. Okay, jetzt mal schon da gewachsen. Was zur Hölle war denn? Was ist denn jetzt hier? Was ist gerade passiert? Scheiß die Wand an, fick die Henne, mach den Affen tot. Was ist jetzt los? Och mein Test, was ist mit los mit dir? Darf man hier nicht raufdrücken oder was? Das
oder? Ist jetzt hier nicht dein Ernst? Ne, kann man auch nicht craften oder so. Was ist das denn hier eigentlich? Steinschornstein. Oh, wow. Steinschornsteinaufsatz. Witzig. Rauchen die Dinger wenigstens auch? Ist jetzt doch egal. Fuck, Alter, unsere. Och nö. Okay, muss ich denn nachher als Atmen wieder einpflanzen? Okay, das heißt also, wir dürfen das Ding hier nicht benutzen. Ja, gut zu wissen. Nein, nicht essen. Was ein Scheiß ist das denn bitte? Ich meine, zum Glück ist es davon jetzt gewachsen. Das hätte ich jetzt irgendwie mittlerweile wirklich angenommen, dass uns meins jetzt einfach komplett nicht mag. Aber. Ja. Was zur Hölle auch immer gerade passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Und so schöne Ananas ist wieder weg. Vor allem, ihr habt ja gerade gesehen, ne? Mit selber züchten ist auch eher schlecht, weil wenn wir von 36 Pflanzen gerade mal einmal doppelt bekommen, dann heißt das, um aus einer Ananas 36 wieder hoch zu züchten, das dauert dann gefühlt 300.000 Folgen oder so. Halt, was? Ich hab keinen Bock mehr. Ja, so viel zu den 20 Minuten. Wir sind locker durch. Voll interessant. Yay. Ich könnte vor Arbeitsgeschwindigkeit habe ich. Nein, habe ich nicht. Ich möchte sterben. Hier ist sogar schon wieder alles gewachsen. Also ABM funktioniert auf jeden Fall. Also für die Leute, die nicht wissen, was ich jetzt meine. ABM ist der Active Block Modifier. Das ist das Ding, was dafür sorgt, dass Blöcke leben. Dass also zum Beispiel Pflanzen wachsen oder das Wasser zerfließt oder solche Sachen halt. Wobei, es ist nicht alles über das ABM-System. Es gibt so manche Sachen, die haben einfach einen Timer drin. Da zählt zum Beispiel Wasser zum Beispiel, zählt glaube ich darunter. Beziehungsweise Wasser hat eine komplett eigene API. Was suche ich jetzt eigentlich gerade? Unsere Haut, da ist es. Alter, ist das eine Scheiße hier, ey. Ich habe gerade schon wieder die Tür offen gelassen, kann das sein? Ich lasse eigentlich gerade die ganze Zeit die Tür offen, kann das sein? Ist auch egal. Oh, und wir verhungern. By the way. Nicht, dass es gerade irgendjemanden interessiert, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Wo denn jetzt? Hier. Halt, ich war doch noch am. Och, Mann. Ja, das artet ja hier schon wieder aus in ein Yuppady und Halala und Heididai und Holiday Waldfee. Jetzt mache ich schon wieder mehrere Sachen gleichzeitig. Erstmal hier das eine Feld machen, dann das andere. Bevor ich hier noch mehr durcheinander komme. Ich meine, es geht quasi gar nicht mehr, aber. Man weiß ja, wie das Leben mittlerweile läuft. Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr tiefer, kommt das Leben und sagt, du, da sind noch ein paar Etagen. Ich zeig sie dir mal kurz. So. Wisst ihr was? Die Tomaten könnt ihr eigentlich hier hin machen. Ne? Tomaten gehört ja auch eher so zu dem obstigen Zeug. Machen wir auch.
Obst, sag ich schon. Also hier zu den. Naja, zu den eher, wie sagt man, feuchteren Gemüsearten. Whatever. Nein. Das saftige Gemüse hier. Gurke und Ananas. Und Ananas ist jetzt doch Obst und kein Gemüse. Gott, wie viele Tomaten haben wir bekommen? Hat wohl nicht alles so eine schlechte Ausbeute wie Ananas. Sehr schön. Aber was halt auch geil wäre, wäre so ein richtiger Möhrensaft. Ob es wohl sowas gibt? Das wäre halt arschgeil, ne? Weil ich meine, ne, Möhrensaft, da sind viele Leute gespaltener Meinung und auch ich bin gespaltener Meinung, weil nicht jeder Möhrensaft schmeckt gut. Aber es gibt halt Möhrensaft, gerade wenn er wirklich richtig selbstgemacht ist und wirklich frisch ist, schmeckt das schon richtig arschgeil. Klar, ne, gerade dieser Möhrensaft, den man so im Laden kauft, der ist nicht immer gut. Wobei ich hatte letztens auch einen, wobei der wieder mit Honig war, also der war quasi, ja, mit Honig verfeinert. Der hat richtig geil geschmeckt. Aber ansonsten, gerade so Möhrensaft, den man halt im Laden kauft, ist nicht immer unbedingt lecker. Aber also selbstgemachter, richtig schön frisch, schmeckt schon geil. Das kann man schon machen. Ah, ich habe nicht so viel gemacht. Ach, was mache ich hier gerade? Du, rauskommen. Hä? Mach ich das gerade? Oh, ich habe gerade Möhren eingepflanzt. Kann das sein? Ich habe da gerade Möhren eingepflanzt. Ich glaube das nicht. Oh mein Gott, kann ich bitte irgendjemand erlösen? Okay, komm. Aber ich halte von Möhren und von den Dingern anderthalb Felder jeweils. Ich krieg die Krise. Ich glaube, ich sollte mit der Folge möglichst schnell aufhören. Es sind eh nur noch 5 Minuten, aber ich denke, meine 5 Minuten, so wie es jetzt schon anfängt, kann auch viel Scheiße passieren. Und ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Was da noch so alles passieren kann. Ich glaube, unser Inventar reicht von der Größe gar nicht aus, kann das sein? Ich meine, gut, wir haben noch das Crafting-Dings da, wo wir noch Sachen einpacken können. Wir haben noch unsere Backpacks, aber... Holy moly, haben wir mittlerweile viel, ey. Unsere Felder sind gut gewachsen. Muss man schon sagen. Ich meine normalerweise, ne, dass die alle jetzt ausgewachsen sind, die ganzen Felder, dass die alle schon fertig waren, ist auch dem geschuldet, dass ich hier eine längere Zeit als Walker aktiv war, weil ich nämlich geguckt habe, wie schnell da hinten diese Gebüsche wachsen. Und oh, mal hier wieder einpflanzen. Das geht glaube ich nicht. Genau, das ging nicht. Dann mache ich erstmal. Doch, es ging. Dann waren das die Dinger, die gehen und die weißen. Das Knoblauch, das ging nicht. So, aus Knoblauch muss ich erstmal wieder hier. Perfekt. Genau, und dementsprechend war ich halt da hinten bei den Dingern, stand ich halt die ganze Zeit rum. Und ja, weil damit halt die Blöcke hier dementsprechend als aktiv galten, ist während der Zeit auch das ganze Zeug natürlich gewachsen. Das heißt, dass das alles schon direkt so schnell gewachsen ist, ist definitiv nicht die Regel. Wo ich auch ein bisschen froh drüber bin, weil das wäre halt wirklich, das wäre halt sehr heftig. Hey, unser Kaffee fängt an zu wachsen. Ich bin ja beeindruckt von dieser schieren Geschwindigkeit. Kann sein, dass es hier verschiedene Stufen gibt? Oder gucke ich gerade nur schief? Nee, doch, sieht alles gleich aus. Okay.
Ich hatte gerade den Anschein, als wenn hier manche anders aussehen als andere. Ich hoffe mal, wenn hier die Dinger rot sind, sind sie rot. Dann gibt es keine Unterschiede mehr. Wenn doch, wäre es ein bisschen blöd. Oh, Chili. Eine der Sachen, die wir zuallererst machen müssen. Chili. Chili for life. So, das heißt dann wohl, dass wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall vor allen Dingen zwei Sachen machen. A, die Gerichte durchprobieren, also nicht Feldarbeit, sondern das, was wir dann bis dahin schon geerntet haben, verwenden endlich mal. Und vor allen Dingen B, wobei ich da jetzt mal wieder zwischen den Folgen wieder ein bisschen gucken muss, woran das liegt, dass hier keine Tiere rumrennen, mal Tiere verschaffen. Vor allen Dingen Kühe. Damit wir uns mal hier, ich hoffe, ich kann ich ja auch mal gucken als Admin denn, wo wir eigentlich Milch herbekommen. Wie gesagt, meine Vermutung wäre halt, dass man das halt von Kühen bekommt. Wenn man die mit dem Eimer schlägt oder Rechtsklick auf die macht oder irgendwie sowas, dass dann halt, ne, dass dann die Milch fließt, oder ist ja aber hier. Habe ich bei meiner Mutter als Kind damals, ne? Habe ich das auch gemacht. Ich habe da nicht an der Brust genuckelt. Nee, du. Ich habe meine Mutter mit dem Eimer verprügelt, bis der Eimer voll war. Da habt ihr mal gucken können. Da mal. Das war ja wunderbar. Das war quasi keine Milch. Das war Milchshake. Okay. Wir sollten das hier mal wechseln. By the way, es wird gerade ganz schön dunkel. Ich denke mal, bei meiner Kamera sieht man mich mittlerweile gar nicht mehr. Und selbst wenn, hat die Kamera bloß noch so 2 Bilder pro Sekunde. Also, ne? Fertig geworden. Yay. Brauche ich die jetzt auch noch? Ach komm. Warum nicht? Aber wir sind ja immerhin da. Geht ja ratzfatz. Die muss ich wenigstens nicht wieder einpflanzen. Perfekt. Yay! Scheiß Kakao. Kaffee. Bitteschön. Oha, die ersten Sachen sind wieder komplett gewachsen. Ja, hier wie gesagt, muss ich dann als Admin ne? Am besten administrieren. Administralalieren. Und wir schmeißen jetzt hier erstmal alles in die Kiste rein. Und es hat tatsächlich alles ins Inventar gepasst. Gut, okay, stimmt nicht ganz, weil wir waren ja bereits hier, um das hier loszuwerden. Das haben wir bereits reingepackt. Oder? Was soll ich denn? Ach so, hat er bereits komplett hier einsortiert gehabt. Ah. Richtig schnell, der Junge hier. Was ist denn los hier? Jo. Ja, hier vorne schon. Das hier ist auch mittlerweile schon wieder komplett fertig. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge. Und, genau. In der nächsten Folge gucken wir dann wegen Gerichten. Das hat jetzt doch zeitmäßig nicht mehr gepasst. Und vor allen Dingen gucke ich jetzt mal zwischen den Aufnahmen, warum das mit den Tieren nicht funktioniert. Weil die Tierspawnrate ist mittlerweile auf ein Zehntel von normal. Also extrem hoch. Aber irgendwie kommen keine Tiere. Also jetzt im Let's Play ist mir noch nie irgendwie ein Tier bewusst über den Weg gelaufen. Na ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin zur 100. Folge, denn als Jubiläum auch mal ein paar Tiere zu haben. Mal gucken. Werden wir mal sehen. Wenn nicht, dann nicht. Wie sieht man mich überhaupt noch? Ja, man sieht mich sogar noch. LOL. Hallo, Ibims 1 Ronny. Ja. Jetzt gucke ich in die Kamera. Jetzt gucke ich aufs Bild. Jetzt in die Kamera. Mit ganz großen Augen in die Kamera. Jetzt aufs Bild. Jetzt Kamera. Okay, jetzt merkt man schon, wie ich stackert. Man darf mich nicht sehen. Hallo.
Okay, ja, genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wobei, so bin ich gerade jetzt sogar heller. Weil so ist halt alles schwarz. Theoretisch ist das Kamerabild auch dunkler. Während so ist halt weiß. Jetzt ist es noch weißer. Dadurch ist auch mein Gesicht erleuchtet. Ja. Schauen wir uns vor.